Jawohl! Die Rapid-Fans, die jubeln. Rapid ist Vizemeister. 3:0 am letzten Spieltag gegen den LASK hat man sich durchgesetzt. Funtas mit dem 1:0 nach dem Seitenwechsel. Dann zwei weitere Tore. Zunächst Gnasmüllner und in der 95. Minute hat der nochmals erhöht. Und damit steht fest, Rapid ist Vizemeister in dieser Fußballsaison. Platz 3 geht an Sturm Graz. Die Grazer, die konnten schlussendlich den Rückstand nicht mehr aufholen. Punkte gleich mit 36 Punkten, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz hat ein 3:1 am letzten Spieltag nicht mehr gereicht und Meister unangefochten natürlich Red Bull Salzburg am letzten Spieltag. Da gewinnen die Bullen mit 4:0 gegen die Tiroler und damit steht fest, mit 51 Punkten ist man neuer, aber alter Fußballmeister. Rapid kann sich freuen, ein Fan hat mir vorhin gesagt, zum 28. Mal ist man Vizemeister in dieser Saison. Es geht dann in der Champions League Qualifikation in Runde 2 möglicherweise gegen Sparta Prag oder auch einen anderen Kracher, Celtic Glasgow, wäre auch ein durchaus attraktives Los. Die älteren Zuseher erinnern sich sicherlich noch an die interessanten Partien, die es da gegeben hat. Und Sturm Graz hat einmal 3 Millionen von UEFA fix in der Kasse aufgrund der Conference League. Da ist man ja dabei und möglicherweise auch in der Europa League. Soweit also viele Jubelbilder hier aus Wien-Hütteldorf. Die grün-weißen Fans, die freuen sich, die Austria-Fans am heutigen Tag weniger. Und mit diesen Infos hier aus Wien-Hütteldorf wieder zurück ins Studio.